Man kann ja auch mal eine Challenge machen gegeneinander. Aber da ist halt dann wieder das Problem, dass es dann auch oft unfair ist. Von den Lobbys her hat der eine einfachere, der andere schwächere. So Winrace-mäßig, sehr geil. Eine normale Challenge, aber jetzt vielleicht einfach nur mal entspannt. Du nimmst jetzt 4 Games, pro Game 2 Wins. Wer schneller fertig ist, muss dem anderen 10 Subs geben. Ja, können wir gerne machen, ich sage mal, wenn du Bock hast. Miki und ich machen Pokémon. Stimmt. Also ich bin eigentlich safe mit Miki. Wir spielen, mit so einem Emulator, spielen wir beide Pokémon und machen so nach jedem Arena-Orden, machen wir einen Fight gegeneinander, weißt du, immer um Subs. Ah, okay, ja, check ich. Ja, auch so, cool. So richtig rivalenmäßig, übertrieben geil. Ja, auch geil. Auch cool, auch cool. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja, ist Crack oben. Ja, da hast du einfach noch eine Pump gefunden. Ich bin einfach One-Hit, ne? Kannst du keinem erzählen. Oder. Komm mal her, komm her. Also über uns, glaube ich. Oder? Crack. 80 minus. White One. Die Krähe von hinten. Da kommen Gegner auf uns. Oh. Hier, hier, Minis. Von, von den Gebäuden. Sind close. Oh, ne, die haben einen Busch, Bro. Mich dreht's. Einer ist minus 80. Einer White Life. Ja, der Person trifft mich, aber ich ihn nicht, oder was? One, nice. Karl und Krähe, fickt euch. Ich hoffe aber echt, dass Fortnite geil wird, weil an sich ist es so ein geiles Game, was man zusammen zocken kann, zu dritt, zu viert. Ja. Auch in der Challenge und. Sag ich auch ehrlich, Challenges gibt es immer weniger, weil halt immer mehr gefordert wurde. Weil alle halt wissen, es wird nur Lacher reingeschrieben, wenn die Challenge nicht 30 Stunden geht. Dann müsst ihr einfach die Wichskämpfe leben, sag ich. Und wenn sie dann geschafft ist, ja, dann ja. War trotzdem irgendwas. Ja. Und selbst wenn sie geschafft wurde, ist ein Lacher. Ich finde, mal eine dicke Challenge ist ja auch geil, das macht ja auch Bock, wenn man dann länger zockt und so. Und dann ist auch ein geiles Feeling. Aber es reicht ja auch, wenn man einfach mal eine Challenge hat, die vielleicht, kann man schafft die in 12 Stunden. Ja, cool. Damals hat man halt angefangen mit drei Wins so. Drei Wins, drei Games. Ja, drei Games, drei Wins, ja. Jetzt machen wir halt 15 Vollgas-Wins oder so rein. Klar ist man auch besser geworden, aber trotzdem. Aber auch immer mal wieder überlegt, mal wieder vielleicht in Story-Game zu gehen oder so. Hast du den gespielt, Elden Ring? Ja, aber auch nicht fertig. Nur so, keine Ahnung, wie viele Ingames schon habe ich? 10 oder so? Mich erfüllen diese Offline-Games nicht. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich zock die, auch wenn die Storys geil sind und so. Und es ist auch eigentlich genau meins, sowas wie Elden Ring und so. Mittelalter und Fantasy und so. Aber irgendwie, irgendwas ist da, was mich einfach nicht befriedigt. Mhm. Ich will den Gegner ficken und einen Clip haben und mir denken, geil. Ich habe den Bastard gefickt. Durch Placements habe ich schon Spider-Man angespielt. Spider-Man, Assassin's Creed. Ja, die Games machen irgendwie übertrieben Spaß, sind so geil gemacht auch mittlerweile von der Grafik und so, aber. Safe. Ich fühle das, es holt mich auch irgendwie so nicht ab, dass ich sage, okay. Oh, bei mir Gegner? Alter, was ist denn jetzt los? Ach, Booty. Und einer? Ich komm zu dir. Alles gut, ich geh hoch. Rift. Achso, okay. That's one hit. Hier drinne. Oder. Ich bin Voldemort, Digga, wenn Harry weggeht ins Dings. Im Portschlüssel. Ja, Mann. Also UFC will ich auf jeden Fall nochmal angehen, da habe ich richtig Bock. Sag ich dir ehrlich, Bro, also ich bin ja schon gut im Spiel eigentlich. Also ich bin okay im Spiel. Aber wenn du da einen richtigen Geek hast, dieses Game macht dich so aggressiv. Ja, das ist geistkrank, ne? Mit diesen, naja. Takedowns, wenn er diese Transitions denied, also diese, weißt du, von jetzt. Ja. Heutzutage ist alles einfach verschwitzt, du kannst nichts irgendwie normal zocken. Du musst gut sein, ansonsten ist wack. Ja. Storygame holt mich nicht ab. Reactions, Just Chatting ist auch cool, kann man machen, aber ist auch nicht das, wo ich sage, das holt mich jetzt auf Dauer ab. Jeden Tag. Ich will zocken, weil es mir einfach Spaß macht. War das deiner? Nee. Oh, müssen das Gegner sein, irgendwo. Hast du einen Grappler, wenn nicht, dann liegt einer. Warte, ja. Mich? Die Knarre. Ah, gegenüber hier. Oh mein Gott, 95er One-Hit, Dings. Nice. Das ist Crack. Wenn ich bin hier safe, ich kann hier Bunker legen, 4 Stück. Oben auf dem Dach. Von hier. Oder. Oh, mein Karl. Nee, ich hab dich doch, meine Krähe. 3 Streamer, 3 Games. Es wird gelost, welcher Streamer welches Game und wie viele Wins machen muss. Die anderen machen eine Bruchparty. Wenn ein Streamer sein Game geschafft hat, ist der nächste mit dem Game dran. Alle dürfen erst aufgehen, wenn alle Games von dem einzelnen Streamer geschafft wurden. Ist zu lange, mich. An sich jetzt, eine geile Idee so? Ja, anders ist nice. Aber wenn du jetzt zum Beispiel LOL hast. Ja. Und da sind du die. Du brauchst 4 Wins. Und da sind die anderen Streamer gezwungen, weil dir zuzuschauen. Ist auch kacke, ja. Ist Bullshit. Ja. Gerade weil da halt nur so die letzten 15 Minuten sind echt interessant. Wenn einer als letztes dran ist zum Zocken, wartet er einfach gefühlt 40 Stunden, bis er endlich zocken kann. Ja. Ist verwendet. Also ich. Heb die Griffel. Eine Scheiße, die trinken ja denn.
Ranking Top 5 aggressiv machende Spiele. Komm mal raus bei dir. Obwohl ich es nie oft spiele, würde ich auf jeden Fall sagen UFC. Es macht mich extrem sauer, wenn jemand alles kontert und mir die ganze in die Fresse haut. Bei mir ist auch alles sehr. FIFA. Mhm. Was mich auch sehr sauer gemacht hat, sehr underrated, war Rumbleverse. Da war ich so sauer. Ja. Also das war gottlos. Wenn ich jemanden greifen will, auf einmal hat der mich schon gegriffen. Digga. Das war für mich ganz schlimm. Hat dir einfach so eine 20-fach-Kombo an der Wand gegeben. Oh, ja, genau. Und du stehst einfach nur wie so ein Stück Scheiße. Also die sind auf jeden Fall Top 3. Dann würde ich auf jeden Fall League of Legends noch mit reinnehmen. Naja. Also zumindest so, wo ich früher gezockt habe, wo ich jünger war ich nur sauer. Und ich würde auch, glaube ich, sagen Valorant. Ja, okay. Ich glaube, die würde ich als Top 5 nehmen. Mhm. In Fortnite bin ich nie so sauer, weil ich weiß, ich bin ja nicht so krass. Ja, fühle ich. Voll einfach. Weißt du, dann mach mich kurz sauer, aber nicht so langfristig so. Es ist so ein kurzer Tilt. Genau. Bei League und Velo ist so dieses Problem. Klar, man verkackt auch, aber man ist halt von den Mates abhängig. Und dann, oh nee. Mhm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Bei dir? Ich müsste gerade mal einsortieren, aber auf jeden Fall UFC ist dabei. FIFA. Mhm. Mario Kart. Ach, stimmt, Mario Kart könnte man auch noch nehmen, ja. Mario Kart, gerade Rank-Modus, sag ich dir ehrlich. Ich zweifle wieder mein ganzes Leben an, wenn ich das spiele. Das ist so geisteskrank. Ich nehme sogar auch Rumbleverse dazu. Bruder, wie hat mich dieses Game aggressiv gemacht? Das ist doch schlimm. Aber eigentlich ein geiles Game, aber das war echt, also, so viel des Guten, Mann. Mhm. Und, Leute, war ich auch schon gefühlt schon in depressiven Phasen. FIFA Nummer 1 aber. FIFA Nummer 1. Wobei, mittlerweile, ich habe, glaube ich, echt mit FIFA abgeschlossen. Ne? Also, ich lasse es einfach. Nächsten Jahre werdet ihr hoffentlich nur RTG machen, hoffentlich. Ich schwör's dir, ja. So Gott will. Ja, das ist wirklich so. So einfach sagen, so Gott will, und dann, wenn man wieder denkst, wieder, er wollte es halt doch. Aber jetzt eben Thema Rumbleverse. Ich sag dir ehrlich, also ich habe lange nicht mehr daran gedacht an das Spiel, aber dass es weg ist, ist schon Tilter. War schon ein geiles Game eigentlich. Es hat voll Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum die es rausgemacht haben. Ich fand das voll cool. Es war so ein bisschen was anderes. Es waren so viele WWE-Moves dabei mit so einem Suplex oder auch so einem Stunner. Mhm. Auch wenn die anders hießen. Ich fand die cool. Also es war ein bisschen Abwechslung. Ich mag generell so Games eigentlich, auch wie UFC, wo man sich so schlägt und sowas. Mhm. Als irgendwie ein bisschen was anderes ist. Ich dachte erst, das ist irgendwie ein Marketing-Move oder so. Also, ja. Weil die gemerkt haben, okay, das Spiel zündet nicht so. Dann sagen wir jetzt mal, gut, wir machen die Server offline. Nehmen sie auch auf und dann ist es ein Mod-Spiel wieder da oder so. Um halt irgendwie Hype zu empfangen auf Krampf. Aber das muss ja so schlecht performt haben von den Spielerzahlen. Also unterirdisch. Scheiße, ne? Hab noch nie erlebt, Alter. Vor allem in der heutigen Zeit? Mhm. Oben doch. Crazy. Oh, jetzt Sniper, Achtung. Minus 20 habe ich einmal. Die sind geriftet. Siehst du die? Die kommen auf uns zu. Wow. Minus 20 der linke. Minus 20 der rechte. Nochmal minus 20. Bruder, du kannst mich. Wollen wir den ficken? Ja, ist so. Ah, da geht ein Rifter unter uns. Rift. Der wird riften jetzt. Ja, ja. Was ist der? Oh, perfekt, ja. Ich auch perfekt rein. Da? In die Richtung? Ah, ja, ich seh's, ja. Irgendwer lasert mich wieder. Der will jetzt in den Strudel gehen. Ach, wollen wir einfach uns verpissen von denen? Wollen wir die hier an der Burg ficken? Unter uns, ja. Ach, die haben wohl, ja. Die haben einen scheiß Busch, Bro. Weiß ich. Okay, wohl. Busch schon mal wegschießen und dann kann man rein. Oh, der eine ist der eine. Oh. Arbein. Alter. Minus 84. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Die verfickte Krähe. Hast du einen Rift? Aber nichts. Nee. Ah, da irgendwo raufriften vielleicht. Ja, guck mal da. Minus Track. 20. Linker Track. Ja. Minus 20 der rechte. 40. 40 von mir. 60. White. Lass dich am Steinflossen, Bro. Ja. Oh, wird der jetzt wieder geriftet, ja. Oh. Kann auch nicht mehr. Minus 20 oben, Shieldcrack. Ist ein Dach, das hier gefallen. Ist Knock. Hast du ein anderes Team, also zwei Teams? Ja. Das letzte müsste auf der Insel dann sein, ne? Da ist noch ein Team. Da ist noch eins. Die anderen sind über unserer Insel. Oh Gott, bei mir geht er. Also über unserem Dings. Alter, ist das dumm hier wieder. Alter, was denn jetzt? Close, hier an der. Oh mein Gott.
Lilo? Nee, ne? Nee, ich hab gar nichts gehört. Er hat mich mit seinem Raketenwerfer gefickt, mit dem neuen. Oh ja, nicht. Die sind da, wo wir eben waren, bei den Piratending oben auf diesem hohen Ding. Hast du einen Luftangriff? Hau einfach rein. Mal kurz da einen feuern. Was ist dahinter? Pass auf, hier waren die, pass auf. Oh, keine Grappler. Oh, ich könnte. Ich mach's für die Kreatur. Kannst mal tryen. Das ist Bunker. Oh, ihr Bastarde. Das ist so dumm, ne? Digga, ich schwöre, ne? Solche Hurensohn. Sind da oben auf dem Hügel, pass auf. Ach, Hügel. Ah, das andere, oder? Also, das nee, das sind die, glaube ich, das sind die. Und die haben mich auch gefickt. Ja, moin. Wahrscheinlich geht das, oder? Oho. Es ist der Karl! Der Karl? So, ich nehme mich mal die Krähe. Hier ist einer close. Ist das geisteskrank? Ist der Karl, der seine Krähe holt! Die Krähe kommt! Die Krähe wird aber zurückkommen! Sie wird zurück! Aber oh nein. Hast du nicht. Du hast doch durchgezogen, oder? Nee, ich hab gebrochen. Ach so. Okay. Ich musste. Ist weggestorben. Ach ja, ne? Bist wieder kein so da oben, ne? Wo ist denn der? Okay. Es ist der Karl! Oder es kracht. Die pushen mich jetzt. Letzten Nein, beiden. Die sind da oben, die sind da oben. Die können sich nicht pushen. Haben die den Engel von da? Nee. Eigentlich nicht. Ist das ein Duo? Ist das ein Duo, ja. Aber es ist nicht das Duo, was wir sind. Passt bloß auf, oder? Pizza Snipe. Ich muss direkt da landen. Genau da in der Ecke. Genau da muss ich hin zu dir. Alter. Haben die noch irgendwas gehabt? Die haben, also hier ist noch ein ganz fetter Loop, Bro. Oh. Ist das krank? Oh, ich kann das nicht mehr, ja. Hier, oh ja. Das ist so dumm, ne? Diese Raketen angeflogen kommen. Die kommt. Die snipen also, und alles. Ist so also, dumm. Hast du Minis, ne? Nee, gar nichts. Okay, hier, nimm du den dann. Teilen wir. Oder ja. Hast du Grappler wenigstens? Ja. Der Bastard hat halt einen scheiß Busch. Okay, Bro, wir müssen. Ist das in der Zone? Kurz das rein. Ist in der Zone. Dahinter haben wir einen guten Spot, maybe. Wo schießt denn der Raketen das heißt, wir grappeln, ja? Wir grappeln, kommen. Du, warte ganz kurz, hast du Pump-Money, die du droppen kannst? Weil sonst hier, komm her. Hier, Hälfte. Überall. Und weiter. Ja, danke. Hier hinter, komm mit. Ich glaube, wir sollten wir safe sein. Ja, sind wir. Oh mein Gott. Ich hab eine Idee. Warte auf dein Schild. Ja. Minus 110 einer? Mara? Nicht der Sniper, der andere? Minus 110 der Sniper? Bruder, ich geh rauf. Der Karl. Mach die splashen. Okay, weiß ich nicht. Die pieken? Ich glaube, ich hab hier keinen Engel auf mich. Wenn du nochmal einen hit, sag Bescheid. Ich warte an. Ich lenk die ab. Mama, die haben keine Zone, die müssen runter. Der hat mich gefickt. Die haben keine Zone, wir haben Zone hier vorne. Kommt der an? Ich bin so gefickt, ne? Ist da keine Verbände oder so? Warte auf dein Schild. Aus einem von den Kleppen halt. Minus 110 wieder einer, der rechte. Das ist der. Ja! Ich muss mich heilen, sonst alles bin ich gut, gefickt. Bin fein. Bin Macher. Sehr gerne, das geht hier ab. Einer 110 wieder oben. Ja, die sind hinten. Ich bin perfekt in der Zone. Einer peakt. Die kommen jetzt, glaube ich, langsam runter. Kurzen Verband. Ja. Oh, ich habe einen Busch. Da, die Sippen? Ja, ich sehe es. Die sind hier in der Burg. Einer ist weak. Ich habe mir kurz Busch rein. Egal. Oh nein. Einer rechts von dir. Einer ist Warny. Einer fast knock.
Knock! Richtig? Wo ist der andere? Den müsst ihr an der Buchse, der oder? Ist hinten, nein, der ist hinten, da. Am Baum. Ja, okay. Das sind Karl und Krähe! Chill. Warte, Bro. Nein. Warte hier. Hier ist ein Mini. Ah, der snipt. Mini? Nee, ich brauch keine Mini. Er hat Stress. Ah, jetzt kommt der Karl. Karl und Krähe! 26. Karl und Krähe! Ja. Und die Schiele! Es ist der Karl und die Krähe. Ihr könnt das du und nicht stoppen. Let's go. Ich hab so eine geile Runde. Boah, sein Comeback noch. Let's go. Ja, Mann. GG, Alter. Boah. Das war eine richtige Runde. Die ganze Zeit so entspannt gesprochen über alles. Geil, so. Ja, und dann am Ende, ja. Riesenpanik, Digga. Geil, ja. Oh, 13 Kills zusammen. Super, passt. Boah. Let's go.